So, herzlich willkommen zur vierten Folge für diese Woche und ansonsten der 224. Folge insgesamt. Es. Geht doch. So, Replacement Tool und der Akkuschrauber. Ach ja. Also unser wunderschöner Traum von der japanischen Hütte. It's gone. So. Und wenn das Ganze klappt jetzt nicht so, wie ich mir das vorstelle, dann, ne? Dann gibt's ja aber... Gibt's ja dann aber. So. Mir fällt gerade auf, wir brauchen ja noch viel mehr Betonplatten, weil wir müssen ja die gesamte Decke immer herabhängen lassen. Oh Gott. Wie viel Beton haben wir noch? Das reicht nie im Leben. Gut, hier haben wir noch ein bisschen. Die können wir ja, glaube ich, rekombinieren. Ja, genau so, alles. Und dann, beziehungsweise, oh. 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 Alter. Ich bin ja voll kreativ hier. Du kommst noch da unten. Und die anderen vier Steine brennen wir mal ganz kurz und dann sollte das passen. Sehr schön. So. Halt, ne, da. So, jetzt müssen wir das natürlich alles leider zu 16 machen. Oder nehmen wir doch die zwei, weil da. Sache ist halt, optisch würde das halt kacke aussehen. Also noch bekackter als so. Aber andererseits haben wir halt so extrem Verlust. Andererseits kommen jetzt ein bisschen Steine. Also da ist jetzt wirklich nicht so schlimm, wenn wir da ein bisschen was verlieren. Bei anderen Materialien wäre es jetzt traurigerer, aber hier ganz ehrlich, Stein. Cobblestone gibt's en masse und Brenn ist auch billig. Also komplett kostenlos für uns, weil wir ja unbegrenzte Energie haben. Gut, ja, was wir mit den ganzen Lampen machen, müssen wir noch mal überlegen. Irgendwann mal. Das ist mir jetzt erstmal egal. So. Okay. Die Steine müssen auf jeden Fall raus. Da kommen die Lampen hin. Dann kommen hier die Beine raus. Hier kommt der. Mach ich den Schalter links oder rechts? Sag mal so, die Tür ist ja so. Von daher macht es schon durchaus Sinn, wenn der Schalter da ist. So. Dann kommt nämlich jetzt. Hier der WLAN-Chip Dings hin und der hat nicht einfach mal Ronix Hotel. Das dürfte, das glaube ich, das zweite Zimmer jetzt, weil wir haben quasi ein Zimmer, dahinter ist ja noch ein Zimmer. Übersprungen. So. Achso, okay, der Channel gehört sowieso mir, das heißt Ronix hätte ich gar nicht davor schreiben müssen. Damit es da keine Verwechslung gibt. Das heißt. Machen wir einfach direkt Hotel Raum 2. Easy. So, jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Technisch gesehen muss der jetzt nach da. Hotel Raum 2. Warum hat er sich jetzt gedreht? Alter, wie es funktioniert nicht, dann hau ich den. So. Ja, es funktioniert. Oh, wie geil. Sehr schön.
Hä? Die Lampen sind ja gar nicht mittig im Raum. Moment mal. Habe ich jetzt um eins verrückt oder ist genau richtig? Doch, ist genau richtig. Sehr schön, es funktioniert. Oh mein Gott. Sehr cool. Okay. Das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Und jetzt, wie gesagt, müssen ja die ganzen Betonplatten drunter. Okay, wir werden da tatsächlich viel mehr brauchen. Sind das überhaupt die richtigen? Ne, sind die falschen. Och, leck mich doch. Ach. Und die kommen natürlich als Cobblestone runter. Ah, gut. Wie gesagt, bei diesen Steindingern ist mir tatsächlich alles egal. Willst du mich verarschen? Fast alles egal. Gut, ganz ehrlich, wird eh überdeckt, von daher. Bist du nicht willig, so bist du halt nicht willig, ist mir auch egal. Hopp, sieht man später eh nicht mehr. So, die dünnen Platten brauchen wir hier. Ja, sieht tatsächlich schon besser aus. Hallo? Kommen wir nehmen einfach mal das Replacement-Tool, da muss ich nicht drauf achten, dass es wirklich richtig ausgerichtet ist. Oh, kann ich nämlich auch einfach so hier machen. Da draußen kommt schon die Sonne raus. Ich sehe schon wieder vorne noch was. Ich hoffe mal, ich übersehe hier nichts und vergesse hier irgendwo eine Lücke. So, und jetzt hier. Ach. Ach, Mann, ey. Gut, dann muss ich jetzt an die Ecke da machen. Yay! Wunderbar. Wunderbar. Wie gesagt, die Lampen gehen jetzt ein bisschen rein in die Decke. Das ist, ja. Ne? Aber gut. Hauptsache es funktioniert. So, und hier müssen wir tatsächlich auch noch eine Platte vorklatschen. Ja. Ich krieg gleich einen Herzinfarkt hier. Ich krieg gleich einen Herzinfarkt. Okay, komm. Die ist jetzt richtig rum rotiert? Ne, die ist genau falsch rum rotiert. So. Jetzt einmal bitte kopieren. Hier einfügen. Und dann kannst du wieder ab. Und jetzt müssen wir von hinten das Ding einmal komplett abdecken. Das geht am effektivsten, indem ich einfach sage... einfügen und dann die beide um die Achse drehen. Ja, hat gut funktioniert. Was? Oh mein Gott, Alter. Ich möchte einfach nur noch sterben. Einfach nur noch sterben. So, daran mit dir manuell drehen. Das ist schon wieder genau falsch rum. Einmal bitte kopieren, einfügen. Einfügen. Und du kommst weg. So, sehr schön, sehr schön. Fällt fast gar nicht auf. Ein Albtraum, ey, oh Gott. So, das müssen wir jetzt in jeden Raum machen und da sieht man schon, wir werden massig viele Steinplatten brauchen. Wir brauchen tatsächlich eine ganze Menge. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Was war das jetzt? 6 mal 8, ne? Okay, also 48 plus die 3, die wir immer noch so brauchen, minus die 4, die hier brauchen. So kommen wir also auf 47 pro Raum. Wir bleiben einfach bei 48. 5 Räume haben wir noch, das heißt, wir brauchen noch 240 Steinplatten.
Okay. Das ist doch mal ein fachgerechtes Angebot. Dann produzieren wir einfach mal ein paar Steinplatten und ja, kotzen können wir später. Weißt du was? Autsch. Ja gut, das war jetzt so nicht geplant. Warum ich das mache? Einfach um jetzt ganz schnell Cobblesteine zu generieren. Ich hoffe, es ist eine voll intelligente Idee. Ah. Ist das Cheaten? Eigentlich nicht. Weil das Spiel es geht ja nicht anders. Von daher. So, dann bringen wir nämlich die Steine ganz schnell ein. Haben wir ganz viele Steine. Weil wir brauchen auch leider ganz viele. Und zwar pro Stein bekommen wir 8 Stück. Was heißt, wir brauchen 5, 20, naja, knapp 30 Steine. Knapp 30 Steine. Wir machen also einfach 30 und dann gucken wir, wo wir rauskommen. So, 1, 2, 3. Einmal. Nochmal. Und nochmal. Und die restlichen 33 sind, wenn wir uns wieder irgendwo verbauen oder uns der Himmel über die, keine Ahnung, was kommt. Alter Schwede, ey. Wo mach hin, du Scheiß, langsamer Ofen? Hier ist ja, dauert ja ewig, ey. Ich meine, jetzt, ne, die Öfen sind schon schnell, aber ich weiß jetzt schon genau, wenn wir irgendwann mal wieder mit normalen Öfen arbeiten, es wird uns so unendlich langsam vorkommen, weil wir hierdurch einfach verwöhnt werden. Ja. Schön, dass wir die Öfen haben. Finde ich sehr geil. Vor allem schön, dass sie durch diese Batterie-Upgrades extrem wenig Strom verbrauchen. Also da war ich echt ein bisschen erstaunt. Ich meine, alle Öfen zusammen, ne, brauchen 2000 Watt. Wobei, ne, halt, das waren bloß 4. Achso, scheiße, habe vergessen, Zeug zu sägen. Aber das heißt quasi, ein Ofen braucht halt gerade mal 500 EU. Ja, und 500 Europäische Unionen kriegt man halt schnell mal zusammengekratzt. Das auf dem Weltmarkt sind wir käuflich wie Butter. So, ach, ne, habe ich schon. Was mache ich denn hier? Jetzt habe ich, weil ich die restlichen 50 aus dem Ofen rausgenommen habe, gedacht, dass ich die doch gar nicht geschnitten habe. Aber die brauchen wir auch nicht, nein. Das ist ja quasi Überbleibsel. Ja, aber eigentlich krass. Man kann die Steine einbrennen, dann sägen, dann alle hinbauen, wieder abbauen, hat man noch mehr Steine. Die kann man dann wieder zurechtschneiden, wieder hinbauen, wieder abbauen, hat man wieder ganz viele Steine. So kann man sehr schnell Steine vermehren, fällt mir gerade auf. Nice. Ich meine, das dann gezielt zu machen, wäre definitiv Cheaten, ja? Oder, naja, nicht Cheaten, aber quasi Bug-Using. So. Wir machen ja am besten alles direkt mit einmal. Damit, weil wir müssen ja immer diese Dinger immer kopieren. Und das macht es so dann definitiv einfacher. Wenn wir das direkt hier am einen Stück machen. So, dann machen wir quasi erstmal die ganze Elektronik hier. Ja, der gut funktioniert. Hä? Moment mal, wir haben nicht genug Karten. Ach nö. Echt, fick mein Leben. Wir haben nicht genug Kabel dabei. Das simpelste Item. Und wir haben es nicht. Gut, hier ist mittlerweile. Ach scheiße, na klar. So. Leck mich. Achso,
da. Ach gut. So. Was jetzt genau? Kabel. La Kabel. Auch genannt Lackkabel. So, ohne Licht ist es hier drinnen ganz schön dunkel, gell? So, das haben wir. Dann machen wir jetzt hier direkt auch den Durchbruch. Wo ist der Schalter? Da ist der Schalter. So, das machen wir jetzt in jedem Raum erstmal. Und dann machen wir die ganzen Steinplatten, weil wir die nämlich immer mit dem Placement Tool erstmal kopieren müssen. Und dann macht es halt einfach mehr Sinn, gleich alle damit einmal zu machen. So, Leuchtlampen bitte. Ach, Leuchtlampen. Hallo, wie wär's mal bitte mit dem machen, was ich sage? Ich bin ein Herrscher, ich bin dein Gebieter, ich bin dein Verbieter. Und Vermieter. Und dein Geliebter. So. Lalala. Was ist hier hinter? Okay. Nein. Schön, das heißt, wir müssen von draußen nicht mehr Steinplatten machen, weil da irgendwie schon Steinplatten. Ach ja, weil wir da oben die Dinger einfach runtergezogen haben. Ah, kommt das Tier zugute. Sehr schön. Sehr schön. So. So hier und danke, danke, danke. Habe ich das hier eigentlich richtig gemacht? Genau, die WLAN-Dinger sind immer zur Wand, also zum Schalter gerichtet. Ja. Sehr schön. So. Zwei Räume müssen wir noch. Und dann müssen wir bloß die ganzen Steinplatten machen. Sehr gut. Genau. Hallo, Kuckuck. Voll das Spannerloch. Warum haben wir zu viele Schalter? Scheiße. Da habe ich wohl schon wieder nicht aufgepasst. So. Schwupps. Dum, dum, dum. So. Okay. Dann machen wir jetzt erstmal direkt die ganzen WLAN-Dinger hier. Das heißt. Hotelraum A. 1 Hotelraum 1 Hotelraum 3 Hotelraum 3 Hotelraum 4 Hotelraum 4 Ich weiß gar nicht, ob die eigentlich eine gewisse Maximaldistanz haben, dass man quasi, wenn man mehrere Netze hat, die gleich heißen, aber eine sehr weite Entfernung zueinander haben, dass sie dann quasi trotzdem getrennt voneinander laufen, weil einfach aufgrund der Entfernung die nicht zusammenarbeiten. Das wäre natürlich ein bisschen witzig, hätte aber auch gewisse Vorteile, weil man quasi dann damit ja nicht darauf angewiesen ist, dass man wirklich hundertprozentig, wie sagt man? Also halt Namen hat, die eindeutig sind, wenn man eine Schaltung vergessen hat, die irgendwo ganz weit weg ist und zufällig die gleichen Namen hat, wäre das dann nämlich kein Problem. So,
Licht geht. Licht geht auch. Licht funktioniert wunderbar. Oh, sehr schön. Ja. Wage es dir. Eigentlich kann ich die Lampe hier auch gleich anlassen. Krieg schon wieder. Das macht die Räume ein bisschen heller. Es wäre halt irgendwie geil, wenn es so eine Mod gibt, wo man wirklich, weil hier haben wir quasi einfach, ne? Wir haben einfach Mesocon, wir haben eine digitale Schaltung und ja. Wo kommt der Strom her? Ne? Wäre also irgendwie so geil, wenn es genauso wie bei der Technik-Mod, ne? Da hat man auch, dass man erstmal Energie gewinnen muss, dann umwandeln muss, damit man dann damit die Maschinen betreiben kann, dass es da irgendwie so eine Crossover-Mod gibt, die dieses Konzept mit Mesocon verbindet. Dass man quasi Mesocon auch nicht endlos einfach bauen kann, sondern dass man da tatsächlich auch die Energie irgendwie erstmal einspeisen muss oder sowas, ne? Das würde das Ganze halt nochmal auf ein ganz neues Level heben. Ich meine, gut, dann wäre die ganze gesamte Vertratung hier im Hotel noch komplizierter, als sie so schon ist. Aber ich meine, man muss es ja nicht benutzen, aber man kann es halt. Und das wäre dann halt sehr realistisch. Mag ich. So, jetzt müssen wir alles abdecken. Sehr schön. Das heißt, jetzt wird unser Replacement-Tool einfach mal heiß laufen. Da ist schon ganz heiß drauf. Und wir verhungern. Nahrung? Ja, immer her damit. Immer her damit. Immer weg damit. Easy. So. Muss aufpassen, dass ich hier nicht aus Jux und Laune auch die Lampen abdecke. Aber ich guck mal, so hell wie die leuchten, sollte mir das schon nicht passieren. Tja, eigentlich haben wir 33 Dinger über. Fängt ja gut an, direkt im ersten Raum. So, jetzt kommt noch das Ding hier. Ach, Kacke. Da muss ich ja wieder aufpassen, dass ich hier Ding treffe. So. Perfekt. Raum Nummer 1 haben wir. Wie gesagt, erstmal eins nach dem anderen. Deswegen habe ich die ganzen Räume parallel gemacht. Weil wir jetzt quasi erstmal die ganzen Decken machen. Weil man muss hier nicht immer wieder die neue Sachen markieren zum Kopieren und dann wieder einfügen und so. Deswegen machen wir quasi erst alle Decken. Können wir es einfach einfügen. Dann machen wir die ganzen Schalter von der einen Seite und dann die ganzen Schalter von der anderen Seite. Ich denke mal, das macht so am ehesten, am meisten Sinn. Alter, was will sie? Scheiß Bett. Habe ich mich jetzt verklickt? Nö. Oh, Alter. So, da. Perfekt. So, ich habe hier noch gar nicht mal rumgeguckt, ob jetzt hier eigentlich alles. Doch. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ach, Eminichen. Tja, haben wir es eigentlich relativ glimpflich hinbekommen hier mit der unteren Etage. Dafür, dass es am Anfang, upsala, so auswegs, aus, ja doch, keine Ahnung, aussah, haben wir es jetzt mit den komischen WLAN-Dingern doch tatsächlich einigermaßen gut hinbekommen. Ich meine, wie gesagt, ne, man sieht die ja eh nicht, das heißt, wie das genau hier realisiert ist, ist in dem Moment auch egal. Hauptsache, es funktioniert am Ende des Tages.
Mal schauen, vielleicht brauchen wir auch irgendwann mal eine richtige, keine Ahnung, eine richtig schöne Schaltung. Irgendwas richtig Großes mit richtig schön vielen, ne? Wir bauen einfach einen Computer. Wir bauen einfach einen AMD Threadripper mit Mesecon nach. Ha? Und dann läuft das Ding auch in Echtzeit. Also, natürlich, ne, wird mir der Bauer helfen. Dann übertakten wir die Mesecon-Schaltung auf 8 GHz, auf allen Kernen. Easy. Easy. Kein Problem. Alter, wir kriegen hier in Mesecon, kriegen wir vielleicht, also derzeit mit einer einfachen Schaltung, so ungefähr 10 Updates pro Sekunde hin. Das heißt, bei so einer richtig großen Schaltung kriegen wir vielleicht noch, so ein AMD Threadripper hat schon ein paar Milliarden Transistoren, ne? Also, das heißt, so eine Schaltung zu bauen, die dem äquivalent gleichkommt, ist alleine vom Timing her quasi unmöglich. Einfach weil Mesecon doch wesentlich anders funktioniert als reelle Transistorschaltungen. Das ist ja das, was ich so nicht so, ne? Aber gut, ist halt so. Yay, geschafft. Aber ne, wenn wir jetzt wirklich so eine Schaltung bauen sollen, die ungefähr genauso komplex ist wie so ein AMD Threadripper, ich glaube mal, da kriegen wir vielleicht einen Tick, also eine Zustandswechslung in einer Minute hin. Jetzt grob geschätzt. Das heißt, ein Tick in einer Minute. Das würde für ein Gigahertz, das sind ja eine Milliarde Ticks, eine Milliarde Minuten dauern. Das heißt, alleine, ich weiß nicht, um ein Gigahertz für eine Sekunde zu simulieren, bräuchte man echt mehrere Jahre. Das klingt nach einem sehr spaßigen, das ist genau das, was man als Echtzeit versteht. So, jetzt haben wir hier die Abdeckung. Das heißt, jetzt können wir die hier kopieren. Und die klatschen wir jetzt einfach überall in den ganzen Räumen ran. So zum Beispiel. So. Und in den anderen Räumen können wir die auch gleich verwenden. Und zwar für die Seiten hier. Moment schon mal. Doch, genau richtig. Stimmt, der ist ja gespiegelt, nicht gedreht. Dachte gerade, wir haben jetzt hier die Seiten, wo der Schalter von hinten zu sehen ist, aber ist ja gar nicht. So, und jetzt müssen wir also die andere Seite kopieren. Dann müssen wir in den Raum hier rein. War ja von hier. Kopier. Oh, hier ist ein Stein. Was ist denn hier los? So, und das müssen wir jetzt überall anders einfügen. Und dann haben wir es geschafft. Lol. Dann sind wir quasi durch. Was machen wir denn heute in den anderen beiden Folgen? Achso, hier bräuchte eigentlich gar nicht. Egal, ich mach trotzdem. Damit es in den ganzen Gebäuden immer gleichmäßig aussieht, ne? In den ganzen Gebäuden, sag schon, in den ganzen Räumen. So, zwei Platten müssen wir noch. Sehr schön. Sehr schön. Easy. Fertig. Gut, der eine Raum hat jetzt eine etwas andere WLAN-Bezeichnung, aber ist ja egal. So. Ja, dann können wir jetzt eigentlich mit uns hier in der nächsten Folge anfangen. Da werden wir uns mal mit dem Forum hier beschäftigen. Wo ich noch überhaupt nicht weiß, wie wir das Ding gestalten wollen. Ja, gute Frage. Echt gute Frage. Dann laden wir das mal hier ein bisschen scheiße ab. Wie sieht der hier jetzt aus? Ja. Was ist hier los? Warum wächst du nicht? Was ist los mit dir? Hast du gekifft oder was?
Du Arsch. So, du kommst da rein, du auch. Das haben wir die ganzen Dinger quasi komplett umsonst gemacht immer. Aber es sind zum Glück Achtelplatten. Das heißt, wir können die wieder zurückmachen zu 4, zu 7, so eine Komplettdinger. Können wir nicht, warum nicht? Nein! Ach Gott. Ich dachte schon, ich hätte wunderbar gerechnet, aber nein, natürlich wieder nicht. Dann lassen wir die so. Letztendlich brauchen wir so oder so mindestens einen Slot, von daher. Jetzt mal überlegen. Achso, der Schraubendreher. Ne, der kommt unten rein. In die Keller. Du kommst noch da. Du. So, jetzt müssen wir mal überlegen, wie wir das da gestaltungstechnisch machen mit dem, mit dem Empfang. Andererseits, jetzt machen wir sowieso erstmal Feierabend. Nächste Folge natürlich. Ne? Bis dann.